Meine lieben Zuschauer und Zuschauerinnen an den Rundfunkgeräten, es ist wieder soweit. 20.30 Uhr Streaming Time on Twitch with Fish. Und jetzt möchte ich euch nicht länger auf die Folter spannen. Tadadidada, da ist er wieder. Und heute ohne Käppi. Ich glaube, das ist der erste Stream, den ich jetzt hier ohne Käppi mache. Und nein, ich habe mich nicht vertan oder ihr habt euch auch nicht im TV-Zeitplaner oder Twitch-Zeitplaner vertan. Wenn ihr im Hintergrund Super Mario Land 1 seht und nicht 2, wie angekündigt. Wir hatten ja gestern das große, große Vergnügen, Super Mario Land gemeinsam hier durchzuackern. Und vielleicht erinnert ihr euch, am Ende habe ich ein kleines Tastenmalheur hingelegt, sodass ich anstatt ein Save State geladen habe, überschrieben habe. Und so konnte ich euch nicht zeigen, wie es aussieht, wenn man den zweiten schwierigen Durchlauf auch durchgespielt hat, dann in dem Startmenü von Super Mario Land sich die einzelnen Level anwählen kann. Das ist einfach so eine feine Sache, die ich euch nochmal gerne zeigen wollte, sodass ich mich heute nochmal hingesetzt habe und wirklich das Spiel auf schwer noch einmal durchgedaddelt habe, sodass ich euch diese Option zeigen kann. Hier nochmal als als Side-Fact, das Ganze war auf einem Gameboy. Der Gameboy war batteriebetrieben, hatte eventuell, wenn ihr Glück hattet, ein Netzkabel. Aber im Endeffekt habt ihr nicht lange was davon gehabt, wenn ihr es zweimal durchgespielt habt und dann auf dieses super Feature der Levelauswahl zurückgreifen konntet. Das ist euch ja dann relativ schnell wieder genommen worden. Ich glaube nicht, dass es irgendjemand gab, der ab dann sein Gameboy nie wieder ausgemacht hat oder das Modul mal gewechselt hat, um etwas anderes zu spielen. Jetzt schauen wir doch mal einmal ganz kurz noch in den Chat, bevor es losgeht. Gamebuster ist wieder im Game, Laser ist auch mit dabei. Und wen haben wir denn heute noch? Wen darf ich noch begrüßen? HerthisTwo, einen schönen guten Abend und Xylane. Ich hoffe, es ist alles richtig ausgesprochen und es kommen sicherlich gleich noch einige dazu. Es haben sich noch ein paar Leute angekündigt, sodass wir vielleicht heute mal eine Durchschnittszuschauerzahl von gigantomanischen 10 haben. Aber mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, kann man immer wieder nur sagen. Und jeder hat mal klein angefangen und jetzt kommt noch eine Anekdote, die ich, wie sagt man immer so schön, hier ist meine Sammlung, klein, aber fein. Diesen Spruch mag ich überhaupt nicht, aber jetzt habe ich ihn auch mal hier platziert. Wunderbar. Dann schauen wir bitte einmal in die in das Menü von Super Mario Land, das will ich euch nochmal ganz gerne zeigen. Und zwar seht ihr jetzt hier schon, neben Start steht 3-3, also Welt 3, Level 3. Und da kann ich jetzt hier selbstständig auswählen, in welches Level ich gehen möchte. Und nehmen wir jetzt einfach mal 4-2. Das ist nämlich so eins meiner Hasslevel. Drücken Start und dann sind wir hier wieder bei den Feuerblumen, bei den kleinen Drachen und so weiter und so fort. Und da bin ich so froh, dass wir heute kein Super Mario Land, sondern Super Mario Land 2 spielen. Und deshalb werden wir das jetzt hier auch mal sofort starten, um in den Genuss einer ganz neuen Möglichkeit zu kommen. Und zwar habe ich es gestern angekündigt, mit ein wenig Glück wird es heute Super Mario Land The Six Golden Coins DX werden. Warum DX? Das ist halt die nachkolorierte Variante, die im kompletten Farbspektrum des Game Boy Colors modifiziert wurde und einfach nur perfekt umgesetzt. Es ist einfach mit Liebe gemacht. Die Farben sind so stimmig und so ein schönes Game Boy Color Game hätte ich zu der damaligen Zeit gerne gesehen, dann hätte mich der Game Boy Color auch durchaus überzeugt. So, Laser schreibt schon, die Levelauswahl habe ich nie gesehen. Dann hat es sich doch jetzt hier schon gelohnt, einmal reinzuschauen. Ich muss allerdings ehrlicherweise zugeben, ich habe sie früher als Kind, als ich selber den Game Boy und den Game Boy Pocket hatte, auch nie zu Gesicht bekommen. Ich wäre aber auch nie auf die Idee gekommen, dass nach dem zweiten Durchspiel noch irgendwas Besonderes passiert. Vielleicht habe ich sie damals schon freigeschaltet gehabt, aber ich habe es nicht verstanden, was da auf einmal für eine Möglichkeit vor mir lag. So. Dann wollen wir doch mal reinschauen. Super Mario Land 2 DX. Ihr seht schon, 1992, Nintendo. Gestern waren wir noch im Bereich der ganz, 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 ganz frühen 90er, eigentlich sogar Ende der 80er, weil Super Mario Land
1989 rauskam, bei uns in Europa dann erst 1990. Und gestern hatte ich noch fälschlicherweise gesagt, ihr werdet merken, bei Super Mario Land 2 hat sich vieles an Ideen, was in Super Mario Land 1 platziert wurde und nicht übernommen wurde, ist hier nochmal neu gedacht worden. Und gestern bin ich noch davon ausgegangen, dass für Super Mario Land 2 dann wieder Shigeru Miyamoto mit am Steuer war und sein Entwicklungsteam auch dahinter gestanden hat. Aber nein, in der heutigen Recherche musste ich feststellen, das Team, was Super Mario Land damals innerhalb von knapp 9 Monaten entwickelt hat, durfte sich dann nochmal ransetzen und Super Mario Land 2 hier fertigstellen und entwickeln. Man muss allerdings dazu sagen, dass dieses Team mittlerweile von 8 auf 14 Köpfe hochgegangen ist und von diesen 14 Köpfen nur noch 3 wirklich aus dem Super Mario Land 1 Team mit dabei waren. Die restlichen Leute, die haben sich aber vorher schon einen Namen gemacht, da sie an der Entwicklung von Metroid 2 Samus Return mit dabei waren. Und ja, das ist halt auch ein absoluter Klassiker und ein Meilenstein im Bereich der Handheld Games, sodass man hier sagen muss, da waren fähige Leute über Super Mario Land 2 mit dabei und an Bord. Und das hat man auch gemerkt. Das Spiel konnte im Gegensatz zu Super Mario Land endlich speichern. Man hatte 3 Speicherslots. Das Ganze ist durch ein EEPROM auf dem Spielmodul selber dann geschaffen worden, sodass man dann hier die Möglichkeit hat, mit 3 Speicherständen ganz entspannt ans Spielen zu gehen, den Gameboy auszumachen, auch mal leere Akkus oder leere Batterien in Kauf nehmen zu dürfen. Am nächsten Tag macht man wieder an. Und siehe da, es ist soweit alles gespeichert. Das ist eine totale Entspannung in der damaligen Zeit gewesen. Wenn man heute irgendwelche Remasters oder ähnliches von alten Spielen bekommt, da habt ihr ja noch eine Rückspulfunktion mit dabei, wenn man sich die Switch-Emulation vom N64 und vom SNES und sowas anschaut, da könnt ihr ja zurückspulen und so weiter und so fort. Das gab es ja damals nicht. Das heißt, wenn der Gameboy aus war, dann war es auch meistens nicht gespeichert in den Anfangsjahren. Das hat dieses Spiel dann jetzt hier schon anders gemacht. Und wir hatten in Super Mario Land noch aufeinander folgende Level, also eine lineare Struktur. Hier haben wir eine frei wählbare Kartenstruktur, wo wir selber entscheiden können, wann wir was abarbeiten. So, jetzt habe ich sehr viel gequatscht. Jetzt gucken wir mal rein ins Spiel selber. Und ich bitte um kurze Mitteilung, ob der Ton soweit in Ordnung. Das ist ein Fun Fact, sehe ich hier noch gerade von Laser, den möchte ich noch ganz schnell einbauen. Bei Super Mario Land 2 kann man bei der Save Game Auswahl auf Select drücken und einen Easy Mode aktivieren. War echt erstaunt, als ich damals das herausgefunden habe. Ja, wir können mal einmal hier auf den Easy Mode gehen. Ich darf dazu ergänzen, dass ich das auch erst herausgefunden habe, als ich mich als, ja, weiß nicht, 12-Jähriger durch das normale Game gequält irgendwann auch hab, weil das letzte Level, das Schlosslevel von Wario, hatte es für meine damaligen Gaming-Skills absolut in sich. Da musste ich wirklich richtig, richtig arbeiten, um da voranzukommen. Und habe es dann hinterher nochmal im Easy-Mode ausprobiert. Dann habe ich mir gedacht, warum hast du es dir nicht von Anfang an ein wenig einfach gemacht? Lies dir doch mal die ganzen Spielanleitungen durch. Sie haben scheinbar doch irgendwo ihre Daseinsberechtigung. Ja, so ist es. Wir haben früher einfach das Modul reingesteckt, wie wild auf alle Knöpfe einmal rumgedrückt und geguckt, was passiert. Und der Easy Mode ist leider erst dann nach 2 Monaten entdeckt worden. So ist es. Ja, und Gamebuster ergänzt noch korrekterweise bei Super Mario Land. Wenn wir uns einmal nach rechts bewegt haben, war der ganze linke Teil, den wir hinter uns gelassen haben, dann passé. Das hatten wir gestern in Level oder in Welt 4 viel gebracht, weil dann einige Gegner, die dann schon nach links außerhalb des Bildes dann waren, einfach nicht mehr reinkamen ins Bild, weil sie nicht mehr im Speicher waren. Hier haben wir die Möglichkeit, nach links und rechts zu gehen. Und dann starten wir mal. Wir könnten hier in der DX-Variante auch mit Luigi spielen. Luigi kann ein bisschen höher springen, also nicht ein bisschen, schon deutlich höher springen. Ich würde aber ganz gerne, weil wir ja hier ein Mario-Special haben, und ich hatte ja gestern noch diese wunderbare Cappy auf, aber heute ist kein Bad Hair Day, zumindest gehe ich davon aus, ich weiß nicht, wie ihr das seht. So dass ich das Ganze hier ganz gerne mit Mario angehen würde. Und Mario hat halt die ganz normale Sprungpower, wie man das auch von früher kennt, so dass es dann halt möglichst nah am Original dann bleibt. Ich mache mal für mich selber ein bisschen den Ton leiser. Ist der Ton denn soweit in Ordnung? So.
Mein lieber Laser, guck nochmal. Neißenstein-Frisur, ja, ich gebe Neißenstein zurück, vielen Dank. Mein lieber Laser, guck nochmal, ob jetzt der Ton da ist. Im Endeffekt läuft zumindest hier der Ton und gerade keine Musik. Okay, wir schauen uns das nochmal einmal schnell an. Hier, ich habe euch Ton und Musik geschenkt. Ich bin so ein gnädiger Gott. Pikachu, einen schönen guten Abend. Schön, dass du auch wieder mit dabei bist. Wir sind hier schon ein bisschen fortgeschritten. Du hast den historischen Teil zu Super Mario Land 2 jetzt leider schon verpasst. Aber ihr wisst, ich packe das Ganze ja auch hinterher auf meinen YouTube-Kanal. Und da kann man das Ganze sich nochmal anschauen, in Ruhe, ein bisschen vorspulen, wenn mal irgendwas ist, was man überspringen möchte. Oder auch mal nochmal schauen möchte, zurückzuspulen. Das sind die Möglichkeiten dann, also gerne auch mal auf YouTube schauen. Und, Pikachu, da ist dann der ganze historische Teil für dich auch mal hinterlegt. Hintergrundsound soll noch ein bisschen lauter sein. Na, wir gehen noch mal so ein bisschen an die Stellschrauben. Wenn gewünscht, dann mache ich das auch gerne. So. Ein bisschen hast du noch mitbekommen. Wunderbar. Nehmen wir gleich mal das Level Up hier mit und ziehen durch. Und das ist auch eine schöne Sache. Erstmal muss ich sagen, fand ich doch damals den. Die Star Power von der Melodie her schöner bei Super Mario Land 1. Aber was hier jetzt natürlich nice ist, ist, dass wir einfach uns Leben holen können, wenn wir genügend Gegner hintereinander plätten. Und das ist jetzt ein Riesenvorteil, dass ich im Level wieder zurückgehen kann, weil hier ist irgendwo eine Blume, versteckt eine Feuerblume. Und schaut mal hier. Ich habe keinen Superball mehr, sondern echte Feuerbälle, die ich schieße. Das heißt, die gehen jetzt nicht einfach nach unten und zack, schießen nach oben weg, sondern sie bleiben auf meiner Augenhöhe. Und wir können jetzt einen Drehsprung machen. So kommen wir hier nach unten. Warum habe ich mir die Blume geholt? Ist insofern wichtig, weil man hier nur mit der Blume diese Blöcke wegmachen kann. Wobei ich diese hätte wegmachen müssen, aber ich wollte das mal demonstrieren. Das ist wichtig für später, weil man damit den ein oder anderen Secret Level freischalten kann. Wobei wir uns heute mal auf die normalen Level konzentrieren wollen. Ich nehme natürlich jeden Secret Level mit, der mir so auf dem Weg entgegenkommt und mitgenommen werden möchte. Wir haben hier auch hier die Mechanik über Super Mario Land, dass wir hier zwar jetzt einen Ausgang haben, bei Super Mario Land waren es zwei Ausgänge, einmal oben und unten. Der obere hat damals zu dem Bonus geführt, der untere ist einfach ins nächste Level gegangen. Hier ist es so, läute ich vorher die Glocke, dann komme ich ins Bonuslevel. Ich könnte auch einfach unten in das Tor reingehen, aber mit Glockenläuten bin ich dann auch im Bonuslevel. Und die Bonuslevel sehen auch immer anders aus. Gehen wir gleich mal nach links in die Tree Zone. Und das war immer so ein Level früher. Boah, schaut euch die Farben an, ey. Die DX-Version ist sowas von stark. Und das ist die absolute Werbung für den Game Boy Color. Genau so habe ich mir das als Kind gewünscht und vorgestellt. Und was hat mir der Game Boy Color gegeben? Ein leeres Taschengeldkonto. Aber mehr auch nicht. Weil ich habe den jetzt nochmal erstanden. Ich meine, der hatte doch auch nochmal diese Link-Funktion für Tetris, sodass ich da halt einen Game Boy Color und einen Game Boy Classic zusammensetzen konnte. Weil wir im ersten Lockdown dann angefangen haben, mal wieder das Tetris gegeneinander zu spielen. Ja, schön das Spiel in Farbe zu sehen, Laser, da gebe ich dir recht. Und das ist nicht nur einfach in Farbe, sondern das ist auch wirklich von der Farbpalette her optimal getroffen. Da hat sich, das ist ja ein sogenannter ROM-Hack. Da ist ja klein geworden, nee, nicht ganz klein. Das ist nämlich bei Super Mario Land auch so gewesen, dann war man direkt klein. So, das Ganze ist ja ein sogenannter ROM-Hack. Und derjenige, der sich dahinter verbirgt, hat sich echt Gedanken gemacht. Und hat Perfektion das Ganze umgesetzt. So, dann nehmen wir hier oben die Coins-Straße mit. Ihr wisst, meine Coins-Sucht, die ich gestern schon offenbarte. Denn
Coins geben Leben und Leben ist nicht verkehrt. Weil wir hier speichern können und da ist das Ganze schon ein wenig entdramatisiert. So, sollen wir das Bonuslevel mitnehmen? Oh, ja, wir nehmen Bonuslevel mit. Aber ich wollte schön einen Drehsprung dran machen. Ne, aller guten Dinge sind drei, das ist jetzt auch zu blöd. Das machen wir jetzt hier, bis ich es geschafft habe. So. Ja, WWF Superstars habe ich damals auch sehr, sehr gerne gespielt. Aber das habe ich nie im Link erfahren dürfen. Da gab es irgendwie nie die Möglichkeit. Entweder hat man das Link kam nicht dabei oder der Freund oder die Freundin hatten das Spiel selber nicht. Genau. Mit F1 im Vielspieler. Im Chemieunterricht auch ein Traum. F1. Könnte ich auch nochmal reinhauen. So, wir klettern den Baum weiter hoch. Und das hier ist ein Level. Hier in diesem Gelee muss ich immer wieder die Sprungtaste drücken, um vom Gelee weiter getragen zu werden. So, und jetzt gibt es hier aber später die Möglichkeit, dass man halt eine Karotte einsammelt. Da wird man ja zum Hasen-Mario. Und dann brauche ich die Taste nicht mehr zu smashen, sondern kann sie einfach gedrückt halten und er zieht sich automatisch nach oben. Das ist eine ganz feine Sache. Meine liebe Kuh, ich muss sie leider feuerballen. Und da bekomme ich auch schon wieder eine Feuerblume, damit ich noch viel mehr Kühe feuerballen kann. Wieder ein Feuerball. So, da oben sind böse Stacheln, aufgepasst. Hier zaghaft springen, sonst hängst du mit dem Kopf in eine Stachel, mein lieber Mario. Gerade noch gesagt, aber ich hoffe jetzt eh auf eine kleine Karotti. Karotti müsste jetzt gleich eigentlich bekommen. Ganz wichtig, die Zwischenglocke läuten. Nein, das noch, man kann da immer runter. Mich hier runter. Feuerballe, alles was für Kurze. Mario, stürze. Stürze. So, genau, hier kriege ich doch jetzt die Karotte. Das finde ich schön, das ist ein Timing. Ein Timing-Flug, den die Entwickler hier eingebaut haben. Das heißt, ich fliege jetzt einfach und habe mir früher gedacht, oh mein Gott, 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 passt das noch? Und ja, da ist im richtigen Moment ein Gegner platziert worden von den Entwicklern. Feine Sache. Dass man das Ganze schadlos hier überlebt. Und ich nehme mir alle Coins mit. Und jetzt zeige ich das schon mal. Hier, kein Button-Smashing mehr. Jetzt drücke ich sogar auf schnell. Und fliege und gleite durchs Gelee. Genau wie ich am Sonntagmorgen in die frischen Brötchen da sind. Und ich das Marmeladengelee aus dem Kühlschrank geholt habe. So. Ne, die Glocke bin ich wieder zurückgelaufen, Game Buster. Nix gekriegt, kann ich aber da gehen. Das ist auch das Schöne, wenn man hier was bekommt, was man gar nicht haben möchte. Das heißt, vielleicht hat man hier eine Feuerblume gerade aktiv und sagt sich, was soll ich jetzt hier mit der Karotte? Ich mag die überhaupt nicht. Dann kann man schnell nach links drücken und geht raus, bevor man den Bonus erhält. Und hier können wir uns jetzt aussuchen, wie wir zum Endboss kommen. Gehen wir links rum, gehen wir rechts rum. Es reicht ein Weg. Welchen nehmen wir denn? Komm, wir nehmen die Ameisen. Jetzt eigentlich ist es ein anderer. Aber es ist ganz gut, dass wir jetzt hier die Hasenohren haben. Oh, eine feuerschießende Blume. Ich kenne sonst so fleischfressende. So, dann fliegen wir mal weiter. Das ist nämlich ganz angenehm, jetzt hier das Rumgefliege. Und da war es auch schon dahin. Aber hier, wofür hat man denn hier so einen Ast hingebaut? Das machen die Entwickler doch nicht einfach so. Oh, da ist ein Leben versteckt. Per Backtracking müsste ich doch jetzt zurückkommen und mir auch das, die Feuerblume bauen können. So, hochgesprungen. Und war nicht hier auch noch irgendwas Feines? Ja, als Norn-Label. Da ist ja Norn-Label. Ja, fantastisch. Ja, verrückt. So, die Viecher, die kriegst du einfach nicht. Da kannst du auch ein Turbo hinlegen. Die fliegen vorher weg. Da habe ich Stunden mit verbracht, die zu kriegen. Man müsste das eigentlich jetzt mal mit dem Luigi ausprobieren. Ist ja nicht schneller auch ein bisschen? So, und was haben wir denn da? Lecker,
Und da ist diese Sprungpassage. Oh, 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 oh. Noch, also das ist ja jetzt hier fast inflationär, der grüne Pilz. 3 Leben dazu geholt. Ja, die Glocke wollen wir doch haben, ne? Wollen wir die Glocke haben? Die Glocke wollen wir haben. Die soll noch ein bisschen weiter zurück, als ich gedacht hätte. Aber das nehmen wir in Kauf. Die Zeit nehmen wir uns. Der Milchmann ist da. Ich bringe ein paar Blumen und Karotten. Und 3er Pilze. 3er Pilze. Zweite Mal daneben gegriffen. Da hab ich aber auch auf der kranken Kirmes nie Glück mit diesen Dingern. Wir sind im ersten Mid-Boss-Level. Wo springen wir jetzt hier mal? Wenn ich Hasen-Mario bin, habe ich leider den Drehangriff nicht. Das hat alles so seine Vor- und Nachteile. Hier stellen wir uns auf diese Klammer. Diese klitzekleine, schnuckelige Eule, die uns nach oben befördert hätte, aber ich habe mich vorher schon nach unten befördert. Jetzt fangen wir klein an. Das ist aber mies. So, jetzt brauchen wir hier noch den Fahrstuhl. Dann wäre also. So. Jetzt alles ein bisschen ruhiger. Und ich kann mich wieder drehen. Meine Eule, ich möchte bitte nach oben. Oberste Erdgeschoss, nee, das oberste Geschoss, so ist der Erdgeschoss nicht mehr, aber hier auch schon wieder ein Müll zusammen. Schön ist wieder jetzt hier groß, dann kann ich ja auch von oben hier einmal andrehen und gucken, was drin ist. So, nehmen wir die Wolke, wir nehmen die Wolke. Meine liebe Wolke, wo bringst du mich hin? Dahin, wo ich hin muss. Und da ist die Glocke. Und da lassen sich solche Fluglevel doch sehr viel entspannter hier handhaben. Na komm, nehmen wir die mit. Toilet. Na, ist doch noch ein bisschen. Habe ich die Glocke aktiviert? Ich hoffe, ich habe die Glocke aktiviert. Ein kleines Hüsterchen hier einbauen, einen Augenblick. Ich mache es euch so angenehm, wie es geht und mache mich kurz auf. So. Auch heute werde ich wieder unterstützt von Bad Heilbrunner. Hört ihr mich? Ja, ihr hört mich schon wieder, ne? Ray Anne. Auch hier viel Vergnügen mit dem Stream und freut mich, dass ich dir da auch schon was Neues, sag ich mal, zeigen konnte. Früher war das für mich der einzige Weg. Ich bin nie nach rechts weitergegangen, komischerweise. So, oh, jetzt kommt doch hier nur so ein Pilz raus, ne? Naja, bin ich selber schuld. Kommt. So, und jetzt ein bisschen zaghafter hier, mein Freund. Ich will jetzt hier nicht. Da kann man ganz entspannt den Landungsanflug beginnen. Na, stopp, war nicht hier irgendwo. Begrüßen wir unseren Mitboss und auf den Kopf drauf. Und da sage ich mal, sind die Hasenohren jetzt auch wirklich das Optimalste. Und wieder hochspringen, warten, auf den Kopf drauf. Und hier hat sich auch die alte, wir springen dem Gegner dreimal auf den Kopf Regel bei Mario etabliert. Dann ist er dahin, dann ist er platt und wir können weitergehen. So, hau die Münze raus. Ganz wichtig, wir sammeln 6 Münzen. Deshalb auch der Untertitel 6 Golden Coins, damit sich diese Wand öffnet, diese Tür öffnet, damit wir ins Schloss können, wo Wario aufhört.
auf uns wartet. Denn Wario und Mario, man könnte meinen, es seien Zwillingsbrüder und der eine ist halt ein wenig in die böse Richtung abgedriftet. Aber nein, es sind wohl Kindheitsfreunde. Und Wario war schon immer höchst neidisch und eifersüchtig auf Mario und dessen Erfolg. Und als er in Super Mario Land die Prinzessin Daisy befreit hat aus den Fängen von Tatanga, da hat sich Wario gedacht, ha, jetzt ist auch seine Insel hier gar nicht mehr bewacht. Ich verzauber jetzt seine ganze Hut und nehme sein Schloss. Dann lebe ich halt das Leben von Mario. So, und das holen wir uns hier in diesem Spiel wieder zurück. Dann gehen wir mal hier hoch zu unserem Nilpferd. Mega geniale Technik, dass ich mich hier in so eine Blase reinsetzen konnte. Das quasi zu einem selbstbestimmten Sidescroller im Autoroll macht. Im Endeffekt kann man sich jetzt relativ einfach halten und von links nach rechts durchgehen. Man kann aber auch den Level genießen und sich alles mal so ein bisschen angucken. Man hat sogar in der Mitte des Levels nochmal die Möglichkeit, genau hier, sich eine neue Blase zu holen. Denn die Blase ist hier nicht unwichtig. Sagen wir mal so. Ich weiß zwar nicht mehr so hundertprozentig genau, wo ich damit hin muss, aber ich fliege mal nach rechts. Wie das bei so einem Side-Scroller ist. Aber jetzt kann ich nochmal zurückgehen. In die Blase sollen wir haben. Ja. Mein liebes Nilpferd, schnauf nochmal aus. Gehst du nochmal aus dem Bild raus. So, denn nur mit der Blase kommen wir dahin, wo wir hin müssen. Oh, wir sind elegant durch die beiden Vögel geflogen. Elegant, aber nicht gekonnt. Das kann ich hier an und untermauern. Das war reiner Zufall. So, hier nochmal durch das Geschwader. Jetzt schauen wir mal gleich. Genau, hier haben wir einmal die Möglichkeit reinzukommen. Dann ist der Level einfach beendet. Oder wir nehmen die Glocke mit und gehen oben rein. Und dann kommen wir weiter. Aber was eröffnet sich uns nun? Normalerweise wäre man jetzt unten reingegangen, würde man einfach wieder zurück zu dieser Overmap kommen. Ah, komm, Leben nehmen wir immer gerne mit. Also wo geht es nun hin? Oh, die Space Zone. Und lasst uns mal die Space Zone betrachten. Da sehen wir noch nichts. Okay, das sind auch nur zwei Level. Aber auch die sind wichtig. So, und hier in diesem Level, total schöne Idee, ist die Schwerkraft geändert worden, sodass man hier auch als Mario schon sehr hoch und weit und lange springt. Und das war für mich eine Offenbarung, 1992. Und das jetzt in dieser fulminanten Farbenpracht. So, da müssen wir mal aufpassen, da oben ist nämlich ein Raumschiff. Schade, schade, schade. Mal zurück, einmal hier hin. Dann springst du nochmal wieder hier drauf. Dann springen wir hier drauf. Und holen uns das Leben. Das ist doch fein, das ist doch schön. Das haben wir dringend gebraucht. Oder auch nicht, wir haben 17 Leben. Das ist wunderbar. Jetzt fliegen wir mal hier hoch. Und dieses Coins-Feld auch abzugrasen. Man weiß halt nie so richtig, wo man unten landet und hofft immer, dass da keine Stacheln sind. Ich finde das gut, wenn wir selber die Beispiele schon gleich bringen, warum man Angst hat. So, jetzt ist aber auch gut. Und bitte lass mich mal jetzt hier dieses Fragezeichen noch aktivieren. Klasse. Jetzt hoffen wir aber mal ganz schnell hier um, dass ich die Glocke muss aktiviert werden. Die Glocke. Kleines Schweinchen. Ich packe mal hier gleich schon mal weg. Was spucken die eigentlich aus? Und was haben die Schweine vorher gegessen, dass sie sowas ausspucken müssen? Diese armen, armen Viecher. Aber das schützt und schont sie häufig vor meinen Sprüngen auf den Kopf. Und auch hier kann Mario als kleine Variante trotzdem den Kopf einziehen. Tick, tick, tick. So. Hier müssen wir einmal diesen Pyramidenberg nach oben. Und dann
springen an die Glocke heran. Und ihr seht da die drei, diese drei Blöcke. Hätten wir jetzt die Feuerblume, könnten wir da im Sprung reinschießen, diese Feuerblöcke, diese Feuerbälle machen diese drei Blöcke weg, aber nur die Feuerblöcke. Die Feuerblume. Und da ist ein Geheimlevel hinter. So, und hier haben wir jetzt ein Autoscroll-Level. Und dieses Autoscroll-Level hat eine ganz besondere Verbindung für mich. Und zwar habe ich damals, als kleiner Dötz, den Gameboy malträtiert. Ich habe diesen Level einfach nicht hinbekommen. Ich bin immer wieder gestorben. Und irgendwann ist der kleine Jezorn-Jan, oder Jezorn-Fisch, aus mir rausgekommen. Und ich habe den Gameboy, den guten alten Gameboy, mein Knie küssen lassen. Und musste dann leidlich erfahren, dass dieses Display nicht unzerstörbar ist. Und auf einmal hatte ich ganz viele Regenbogenfarben auf dem Display, aber nicht mehr das Bild, was ich eigentlich haben wollte. Erst habe ich mich gefreut, dass ich Farben auf einmal sehe. Aber die Freude ist relativ schnell in Traurigkeit umgeschwenkt. Oh. So nah und doch so fern. Naja. Und dann war's dahin. Dann konnte ich erstmal kein Gameboy mehr zocken. Und bin dann irgendwann mit meinem Taschengeld verzweifelt auf den Trödelmarkt gegangen. Na komm, nehmen wir mit hier mit dem Kugelfisch. Auf den Trödelmarkt gegangen und da lag ein silberner Gameboy Pocket. Und der Gameboy Pocket, der hatte es mir damals sowieso schon angetan, weil der viel angenehmer in der Hand lag und natürlich auch im Bild ja besser zu sehen war als der klassische erste Gameboy. DMG01. Ich weiß gar nicht mehr, was ich damals hingelegt habe, aber es waren bestimmt auf dem Trödelmarkt an einem dubiosen Stand irgendwas mit, weiß nicht, 90 Mark oder sowas. Was man sicherlich damals vielleicht nicht unbedingt so eigentlich gemacht hat, aber mir war einfach diese Möglichkeit, endlich wieder ein Gameboy zu haben, die war mir viel zu wichtig. Man hat es auch damals nicht getestet, sondern ich habe es einfach gekauft und bin davon ausgegangen, dass mich da keiner verarscht und der nicht kaputt ist. Ich möchte wieder so positiv durchs Leben gehen können. Nein, heute haben wir ja überall diese Bewertungsportale, egal ob eBay, Kleinanzeigen oder nicht. So, wer erkennt diesen Gegner? Wer ist das? Schreibt's mal in den Chat. Tatanga, das ist richtig, das ist komplett korrekt. Gamebuster, 110.000 Punkte. Nur ein bisschen aufpassen. Ich bin gar zu fein, jetzt nicht klein. Und war zu doof. Tatanga ist das nochmal. Tatanga, der Endgegner aus dem Super Mario Land 1. Er wartet uns also hier auch nochmal als Endgegner. Finde ich einen total schönen Zirkelschluss, wie man dazu sagt. Habe ich auch als Kind ehrlicherweise nicht erkannt. So. Jetzt muss man nur im richtigen Moment hochgehen, wenn er runtergeht. Komm, 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 komm. Und erst mal auf die Schluss. Und unten wieder einparken. Da ist der Safe Spot. Mit nach oben gehen. Na, ist denn nicht hier oben auch ein Safe Spot? Ist da oben auch ein Safe Spot? Da ist auch ein Safe Spot. Der ist immer noch viel besser. Was habe ich denn da gerade gemacht? Da haben wir ihn dreimal getroffen und damit liegt er schon wieder. Die dreimal auf den Kopf Regel. Ich hätte mich von Anfang an oben links oder rechts verstecken sollen. Und damit haben wir zwei der benötigten 6 Münzen. Es geht voran. Und jetzt gehen wir hier in das, in die Macro Zone. Und
zwar erinnert das alles ein wenig an Liebling. Ich habe die Kinder geschrumpft. Als mein Kind noch platt war, nicht irgendwo ein. Aber leider kein Fragezeichen versteckt ist. Und hier mal unten lang erstmal. Ja, also das Ganze erinnert mich sehr an Liebling. Ich habe die Kinder geschrumpft. Ein fantastischer Film von Disney. Auch irgendwo Ende der 90er. Ende der 80er, Anfang der 90er. Und wir sind ja hier auch in der Makro-Zone. Also sind wir ganz klar. Und das nehmen wir natürlich als Geschenk dankend an. Und hier ganz, ganz wichtig. So. Das ist natürlich auch in der Makro-Zone. Hätte ich nicht erwartet, dass da kleine Ameisen rumrennen, die Bazooka auf den Boden gespannt haben. Und er ist auch fies hier. Der Igel. Zack, weg ist er. Also nur im richtigen Moment auf ihn drauf springen. Ich kann warten, du. Ich läute die Glocke. Bam, Mann. 6. Ich brauche mehr versteckte Fragezeichen. Also der hat mich jetzt schon zweimal platt gemacht, aber ist egal. Oh nein! Wie ärgerlich, jetzt komme ich da nicht mehr rein, oder? Kann ich als... Ah. Jetzt müssen wir hier noch aufpassen, weil wenn ich jetzt hier schieße, mache ich mir den Boden selber kaputt. Aber ich komme leider nicht mehr da rein in diese Röhre, das haben wir selber zugebaut. Aber ihr wisst jetzt, wo ihr gucken könnt. Und das Nette ist sogar, man kriegt noch eine Feuerblume vorher noch präsentiert und freut sich, ja, ein Geheimgang. Und dann verbraucht man es sich selbst. Dann müssen wir hier mal einmal runter. Dann haben wir hier nochmal eine Möglichkeit. Ha! So, dann müssen wir doch hier noch, genau. Oh, haben wir abgekürzt. Und es ist wieder ein Auto-Roller. Die haben ja früher immer wirklich den Schweiß auf die Hände getrieben und auf die Stirn. Fast so zerquetscht worden. Da habe ich immer sofort einen Grundpuls von 180 gehabt. Das Weiße stand mir in den Augen. Mittlerweile mit Mitte, Ende 30 kann hier eine gewisse Ruhe reingekommen. Und dennoch sollte man sich beeilen. Hier kommt keine Gegner. Bing, 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 bing. Fresst! So, dann haben wir die Abkürzung mit Bravour genommen. Und sind in der Makro-Zone auch schon im Endboss-Level. Hier ist doch irgendwie so eine. Ist hier nicht so eine Hexe oder was, die mir ständig. Nee, die Hexe kommt später, ne? Irgendwo weiß ich noch eine Hexe, die mir dann auf einmal die Leben und sowas klaut, die ich hier freischalte. So, warte mal, warte. Nein, da ist sie! Die hätte ich natürlich jetzt auch mehr thematisch im Hexenhaus angesiedelt, wenn du diese Tür bist. Aber das sind so diese kleinen Momente, die die Entwickler hier eingebaut haben, die total schön sind. Da freut man sich, ah, Leben! Und dann rennt es einfach weg. Und beim ersten Mal hat das total tollen Effekt, weil man wirklich erstmal in Panik
hinterher renne und gar nicht weiß, was los ist. Darf ich die Hexe berühren? Darf ich die Hexe nicht berühren? Wie kriege ich die Hexe platt? So, da ist doch jetzt hier gleich wieder die Hexe. Nicht mit mir, junges Fräulein. So, du auch nicht. Ring the bell. Und ich wässere meine Pflanzen mit Feuerbällen. Oder kannst du springen, wie du willst? Da kriegst du, was du brauchst. Da kommen wir noch so ein paar Kreuz mal wieder mit. Hier immer aufpassen, da ändert sich auf einmal am Boden die Richtung und dann sind da Stachel. Stachel platziert. Das ist also wirklich sehr, sehr fies konzipiert hier. Ihr seht das, der Boden hat jetzt gerade entgegengesetzt der Laufrichtung seine Stärke. Das heißt, ich bin jetzt sehr langsam drauf und oh, jetzt sind wir schon am Endgegner. Wo kommt sie raus? Bitte nicht jetzt sofort links. Wieso hat er jetzt schon gewonnen? Ich habe sie ja vorher mit ausreichend Feuerbällen gefüttert. Das geht auch. Quasi sie schon so ein bisschen weich geklopft, sodass ich noch einmal auf den Kopf springen musste. Und da haben wir auch schon 3 Münzen zusammen. Die Hälfte ist geschafft. Gebt mir ein Hey im Chat. Hey. Ho. Mach weiter, Fisch. So, da hätte ich die Hexe eher hingepackt, die mir da die Leben klaut. Boah, der ist auch richtig schön designt. Punkte. Aufgepasst. Da wollen wir natürlich nicht dran. Ich glaube, da hätte ich einfach durchrennen können. Kommt nicht hier auch gleich diese komische Fliegenwesen auf oder so? Naja, will ich nicht haben. Ich möchte hier alles weg. Wegbrezeln. Ich brezel lieber weg. Und hier ist auch schon die Mechanik der Geister implementiert. Ich guck weg, die Geister kommen, ich guck hin, die Geister. Ich glaube, ich hätte auf die Fledermaus springen können. Da oben scheint auch schon wieder so ein Secret-Level zu sein. Zack! Benji Beat! Hey! Dich habe ich noch gar nicht begrüßt. Schön, dass du auch mit dabei bist. Und greif ins Leere. Nein! Ich möchte doch keine Blumen. Nein, die nehme ich natürlich sehr gerne an. Wachse, Mario, wachse! Nimm nochmal einen Schluck von meinem guten Bad Heilbrunner. Zum Wohl, mein lieber Chat. Der geht aber runter. Wie ein alter Lappen. So, erstmal sofort hier den Level mit Feuerbällen pflastern, damit die alle wissen. Mario, it's a me, ich bin da. Ich pflaster hier alles jetzt weg. Schön gemacht, ne? Man denkt, oh, schnell wieder hoch, schnell wieder hoch. Und dann hast du da überall. Hast du da überall einfach dann so Secret Blocks. Da liegt er. Also gar keine Chance gehabt. Die kann ich nicht wegbrezeln. Die kann ich wieder wegbrezeln. Der wird auch weggebrezelt. Alles hier ordnungsgemäß. Wegbrezeln. Einmal
the bell. Ring the bell. Ach, und dann mal gucken, ob wir hier noch irgendwo ein Fragezeichen haben. Nein. Und da sind wir unter Wasser. Bitte einmal alle Luft anhalten. Dieses Spiel habe ich früher wirklich immer gespielt. Wenn Mario unter Wasser ist, dann muss ich auch Luft anhalten. So, komm runter. Komm beide runter, dann nervt er mich ja nicht. Und da musste ich doch teilweise feststellen, dass Mario viel, viel länger die Luft anhalten kann als ich. Vielleicht habe ich das auch gespielt, als mir der Gameboy kaputt gegangen ist, und dann ist mir der Gameboy aufs Knie gefallen. Ich weiß es nicht. Ich hätte die Geschichte lieber der Mutter erzählen sollen, auf jeden Fall. So, jetzt nehmen wir uns nochmal so ein paar Leben mit. Dank Star Power! In den normalen Exit ohne Bonus. Das ist ja auch so schön, das ist auch wieder so ein. Das Lied ist recycelt aus Super Mario Land. Ne, wenn man in den Tunneln drin ist. So, was war das hier? Das ist ein Glücksspiel. Wo komme ich hier nach oben? Und was ist dahinter versteckt wieder? Was macht mich jetzt kaputt? Wie komme ich hier wieder runter? Dieser Blöcke. Aber ist egal. Also das ist für mich immer früher so ein Rush-Level gewesen. Einmal durchrushen. Hier gibt es auch einiges zu entdecken, sicherlich. Sicherlich. Hier gibt es zum Beispiel irgendwo die Möglichkeit, immer wieder runterzugehen. Also es ist nicht mit dem Tod verbunden, wenn man hier runtergeht, sondern mit Secrets. So. Also hier schon mal nichts. Ihr seht aber, hier rechts ist was versteckt. Oh, jetzt nehme ich mal gerne, dass hier diese Möglichkeit war, damit der Geist da einmal, der Goomba-Geist, seines Weges gehen kann. So, die ist erledigt. Jetzt überall. Kann ich jetzt mal, jetzt baue ich mir das hier komplett. So, wie war das nochmal? Wie mehr Hays kriege ich nicht? Laser, gib mir auch nochmal ein Hey. Gamebuster, gib mir auch nochmal ein Hey. So, und dann kommen wir auch zum Ende des Levels. Hätte ich jetzt hier eine Karotte und könnte fliegen, dann hier Vollgas geben und fliegen. So muss ich jetzt hier die Treppe runter. Aber ihr seht, hier sind schon Coins, die zeigen, geh nach oben. Denn auch da. Secret! Der Gamebuster! Sehr schön! Laser, bist du eingeschlafen? Hör ich da schon ein. Was habt ihr denn gestern noch nach dem Stream gemacht? Ich habe gestern auf der Couch gesessen und habe gedacht, boah, die Energie ist noch da, was mache ich jetzt? Und habe mir The Punisher von 2004 angeguckt, mit John Travolta als großer Gegenspieler. Und boah, der hat mich irgendwie richtig gut unterhalten. Und für heute habe ich mir schon mal Folgendes bereitgelegt. Ronin mit Robert De Niro und Jean Reno. Das heißt, wenn wir hier um 22 Uhr fertig sind, dann bewege ich meinen kleinen süßen Zuckerpopo einmal rüber ins Wohnzimmer und hau mir noch eine Blu-ray rein. Alles sponsored by Quarantine oder Quarantäne. Da wird dann halt die Nacht zum Tag. Aber genug rumgelabberiniot, gehen wir ins Endboss-Level.
diese Viecher. Ah, die kann man wegballern. Oh, nimm mit. Schade. Schon mal einen Counter weg. Da kommt doch jetzt ein Besen, oder? Okay, aber haben wir ein paar unangenehme Situationen entkräftet und entschärft. So, wie war das nochmal? Haben wir hier ein Special? Nein. Wir können uns aber schon mal an diese Kochtopf, an dieses Kochtopf-Ambiente hier gewöhnen. Denn auch das werden wir gleich im Boss-Kampf mit der Hexe sehen. Kurz verzögert, um unter dem Besen herhuschen zu können. Zack, zack, zack. Und nach ganz oben. So, wie war das denn nochmal hier? Das war auch eine schöne Nummer. Wenn ich jetzt hier reinfall und ich möchte nach oben, ich zeige euch das mal. Okay, hier geht es noch. Aber bei einem, da, komme ich nicht mehr hoch. Jetzt bin ich geblockt und dafür muss nach unten. Könnte, jetzt gucken wir mal, wenn wir eh schon hier unten sind. Was haben wir denn hier noch alles Feines? Nehmen wir die Coins mit. Und ist hier ein Ausgang? Ah, das haben wir zumindest schon mal gut gemacht. Da kriegen wir ein paar extra Punkte aufs Tablett. Leon war auch sehr gut, das stimmt. Das stimmt. Den muss ich mir auch mal wieder angucken. The Punisher von 2004, mein lieber Laser. Es gibt noch einen aus den 80er Jahren und dann noch einen von 2008, Warzone, aber der ist leider ein absoluter graubahn Rohrkrepierer. Und der Hintergrund ist, dass man eigentlich mit dem Hauptdarsteller aus dem 2004er weitermachen wollte. Das hat ein bisschen gedauert, weil der Film selber im Kino, ich glaube, der hat ein Budget von 33 Millionen, hat irgendwas mit 33 Millionen wieder eingespielt, was natürlich deutlich zu wenig ist für einen. Aber der hatte einen absoluten DVD-Erfolg dann. So dass man sich doch irgendwann dazu durchgerungen hat, The Punisher 2, also Warzone, zu machen. Und das Drehbuch war dann aber so schlecht, mein Gott, was mache ich denn jetzt hier so? War dann aber so schlecht, dass der ursprüngliche Darsteller dann keine Lust mehr hatte und auch der Regisseur keine Lust mehr hatte. So dass man alles einmal auf Null gesetzt hat und das war dann nix. Und in 2012 hat der ursprüngliche Darsteller, ich weiß es gerade nicht, wie er heißt, schnell gucken, solange wir jetzt hier sowieso wieder die Coins gesammelt haben. Dann sind wir schon fertig. Der hat 2012 dann einfach selbst produziert einen Kurzfilm, wo er nochmal in die Rolle des Punishers gegangen ist. Was ich total cool finde, muss ich mir auch nochmal angucken. Und da hat selbst ein Ron Perlman mitgespielt, was mich sehr fasziniert hat. Und gestern habe ich dann einfach mal auf den YouTube-Link geklickt, aber das Video war nicht mehr verfügbar. Also musste ich dann nochmal gucken, wo man das herbekommt. Das ist Thomas Jane, der 2004 The Punisher gespielt hat. Hat mir ganz gut gefallen in der Rolle. Er hat auch schon 2004 Muskeln für die Rolle dann draufgepackt. Wenn man mal an Hugh Jackman denkt und die ersten Auftritte als Wolverine, die damals schon wirklich episch und super waren. Aber guckt euch mal den ersten Auftritt Hugh Jackman oberkörperfrei als Wolverine an und dann guckt euch nochmal, nicht unbedingt Logan, aber vielleicht, wie heißt er, zurück in der Vergangenheit, die Zukunft ist Vergangenheit, und dann schaut ihn euch da nochmal an. Dann ist es auf einmal normal geworden, dass die Schauspieler für ihre Rollen dann auch Vollgas gegeben haben und entsprechend Muskelmasse draufgepackt haben. Da hat es dann für den guten Hugh nicht mehr gereicht, einfach nur die richtigen Koteletten zu haben für Wolverine. Aber Kinder, die was wollen, kriegen was auf die Wollen. Das haben wir hier gleich mal gesehen. Das ist schon mal nett. Wir fangen nicht erstmal popelig mit dem Pilz an. Wir kriegen gleich die Hasenohren wieder. Damit wir die Glocke aktivieren können. Das war ein schlechtes Wortspiel. Und dann gehen wir hier runter, weil wir kriegen hier ein Leben. Und ihr habt gesehen, ich konnte nicht nach rechts. Irgendwo ist doch hier bestimmt das Leben. Da unten war leider ein
Kettensäge. Die hätte mich ganz schön in kleine Teile klippen. Und jetzt seht ihr das. Ich kann halt nur mit der Feuerblume diese bestimmten Blöcke wegschießen. Und das ist echt an manchen Leveln dann total ärgerlich, die da nicht zu haben, wie vorhin in einem Space Level, weil in einem Space Level hätten wir so zu einem Secret Level gekommen. Hier ist es jetzt kein Secret Level, das auf uns wartet, sondern einfach ein Meer an Coins. Coins! Ich will meine Coins! Gib mir mehr Coins! Da werde ich zum Krümmelmonster. Zum rot-weißen Krümmelmonster. Dann haben wir doch noch einen abbekommen. Was habt ihr denn noch so geschrieben? Scanner war echt gut. Mitte der 90er. Mein Seelenpanischer, genau. Sorry, Anfang der 80er. Dann habe ich erst schnell gesehen, Indie auf 25 Jahre und Thor hat einen Bauch. Thor hat aber auch dann den Endgame-Bauch. Fat Thor. Eines der vielen Highlights aus Endgame. So, dann nehmen wir uns doch mal die Karotti mit, damit wir ganz ordentlich hier den Weg nach unten bestreiten können und möglichst viele der leckeren Coins für das Coins-Monster mitnehmen können. Oh, da hat der Fisch ein Sekündchen nicht aufgepasst und schon ist es geschehen und wir liegen hier unten brach. Springen wir über dieses fluffige Ballongebiet. Das habe ich gerade einmal vorgespielt, aber unsere Kleinste saß mir hier auf dem Schoß. Papa, Ballon! Den Ballon! Ich will den Ballon haben! Und das hat sie einfach nicht akzeptiert, dass das ein digitaler Ballon ist. Insofern durften wir nochmal auf den Balkon gehen und da in der Abstellkammer nochmal 3-4 Ballons raussuchen und diese für dieses kleine Knuddelchen aufblasen. So, hier gehen wir einmal runter. Dann kriegen wir ein schönes Backtracking hier. Gut, dass wir die Feuerblume haben. Da ziehen wir hier die Goombas einmal weg. Wegrasiert. Springen hier nach oben. Da ist das Leben, was wir uns eingeheimst haben. Mittlerweile haben wir uns auf 28 Leben hochgemausert. Und hier, traurige Situation für die Kleine, als ich diesen Teddybären einfach wegschießen musste. Das war die zweite Enttäuschung, nachdem sie diese Luftballons nicht anfassen durfte und konnte. Papa hat den Teddy gemeuchelt. Mit einem Feuerball. Soll ich genau schießen? So, einfach die ganzen Feuerbälle mal raus hier. Dann sieht man schon, wie alles fliegt und fleucht. So, auch gut gemacht. Hier haben wir jetzt 4 Möglichkeiten hochzugehen. Und in jeder verbirgt sich etwas anderes. Ich gehe jetzt aber einfach mal hier rechts. Aber ich möchte gar keine Karotte. Ich zeige euch mal, was da sonst ist. Da ist eine Blume, hier wäre ein Blumen gewesen. Und da ein Pilz. Also ich sag mal, in 3 von 4 Situationen zumindest Mehrwert. Einmal der Zorn. Da wird noch ein Teddybär weggeschossen. Chris Hemsworth hat meinen Körper geklaut. Ja, aber ich glaube, die Ärzte meinten da doch, ich sag mal, einen anderen Teil, filmischen Teil seines Wirkens. Aber wenn Farin davon gesprochen hat, dann ist er ja auf einem guten Weg. Sehe ich schon, wären wir jetzt zum Pilz gekommen, den hätten wir nicht gebraucht. Also ein bisschen Zeit sparen. Und bevor wir weitermachen, nochmal ein Zum Wohl in den Chat hinein. Auf X! Oh, sehr gut. Füllen wir schon mal nach, bevor der große Durst gleich wiederkommt. Die 1,7 Liter Tee wollen in den Leib. So, und hier stellen wir uns auf diese Kanonenkugeln. Ne, nicht auf die Kanonenkugeln, auf diese Kettenkugeln. Aber nur diese dunkelschwarzen bewegen sich. Das heißt, diese hier bewegt sich nicht. Also gehen wir hier auf die nächste. Die müssen wir auch einmal an
pingen, indem wir draufspringen und hier aufpassen. Es wäre zu einfach, wenn das Ganze jetzt hier wirklich nur eine einfache Fahrt wäre. Es kommen natürlich gleich große Kanonen und Raketen auf uns zu, denen wir ausweichen dürfen. Prost! Diese großen Kanonen, die finden sich auch wieder in Super Mario World. Direkt im ersten Level. So, war das jetzt gut? Soll ich die nehmen? Soll ich die nehmen? Nein, ich lasse sie mal weg. Okay, mal hier oben, was hier oben auf uns wartet. Das hätte ich mich wieder geärgert. Hätte ich jetzt die Karotte genommen, hätte ich diese Steine nicht wegnehmen können. Das ist immer so der Zwiespalt, in dem man sich befindet. Möchte das Spiel jetzt was Gutes tun? Oder dass du denkst, oh, hätte ich das nicht gemacht? Hallo? So kann ich das jetzt nicht. Das alles für ein Leben. Ich habe jetzt mit dem Secret Exit hier gerechnet. Ring the bell! Oh, da kommt so ein Clown raus. Den Clown war weg. So, lassen wir uns ziehen. Nö. Das geht hier schneller, ne? Können wir ein paar Coins da unten mitnehmen, aber... Ja, waren ja bisher schon fleißig am Sammeln. So, jetzt kommt nochmal so eine kleine fiese Passage. Ich möchte hoch, er geht aber runter. So. Als Kind hat mich das zerstört, so eine Situation hier. Aber vielleicht habe ich auch als Kind einfach häufig genug gespielt, als dass ich jetzt trainiert und vorbereitet bin. Wie ein Jiu-Jitsu-Meister. Oh, drei Leben, sehr schön. Gib sie mir! Tut direkt gut. Oh, jetzt merke ich, wie sich so eine gewisse Teesucht hier gerade entwickelt. Bevor ganz kalt ist. Da sind wir im Legoland, darf man Legoland sagen. Hatte Nintendo da die Rechte dran? Ich denke, Nintendo und Lego sind die vier liebsten wegen lizenztechnischer Dinge. Mit den eigenen Anwälten sprechen und so. Jetzt gehe ich nochmal zurück, da war nur noch irgendwo mit denen. Oh ne, hab ich die gerade geholt? Jetzt bin ich klein. Lego und Nintendo, das ist mir so nie bewusst gewesen, dass das hier eine Kollaboration ist. N und B. Wofür steht N und B hier in dem Fall? Ne, bei der Slotmaschine war ich noch nicht, wo man die Münzen einwechseln kann. Oh, da hat sie mich erwischt. Wofür steht N und B bei diesen Blöcken? Ist das vielleicht genau der Hinweis, dass es sich hier nicht um Lego handelt? Zu der Slotmaschine können wir gleich mal gehen. Jetzt haben wir ja wirklich auch vorbei. Nein! 999, das war immer die Zahl, die ich da eigentlich brauchte bei der Slotmaschine. Damit gehen wir doch gleich dahin, sobald ich die 999 voll habe. Coins. Oh, hier wäre auch ganz gut, wenn ich doch nochmal gleich zumindest einen Pilz bekommen könnte. Weil die Endgegner hier, das sind die drei kleinen Schweinchen. Und da ist es doch immer mal wieder gegeben, dass man einmal getroffen wird. Ah, Mikashiro, wunderbar. Das ist genau die Wissenslücke, die ich hier hatte. Das ist ja interessant. Schon 15 haben sie das quasi auch als Werbeplattform genommen. Da heißt dann N und B Nintendo Blocks. Oder wofür steht das dann? Thank you.
Und da sind sie, die drei kleinen Schweinchen. Ich puste eure Häuser an. Aber ich möchte erst die 999 Coins voll haben. Und jetzt gehen wir unter Wasser. Ich hoffe, ihr habt euer Schnorchelset dabei. Ihr erinnert euch an das Spiel, was ich gerne als Kind gespielt habe? Da war dieser Level tödlich. Ich muss noch mal einen kurzen Griff zu den Lutschpastillen machen und mute euch einmal, weil ich doch ein kleines Hüsterchen im Anflug habe. Wir sind hier mit ganz, ganz großen Schritten auf dem Weg zur letzten notwendigen Münze. Und ich lasse jetzt mal so ein bisschen hier so, ich sag mal, nette Sidefacts hier noch weg. Also, ich sag mal nicht Sidefacts, sondern Erkundungen im Level. Weil das muss man im Level lassen. Die haben sehr viel Wiederspielwert. So, hier kann man schon mal was aktivieren, falls man nochmal vorbeikommt. Seht, was ich meine mit dem Entdecken. Hier ist wirklich einiges zu entdecken. Also gerade dieser Level hier speziell.
waren denn so eure Spiele in der Kindheit, wo ihr im Level schwitzige Finger bekommen habt, weil ihr einfach so nervös wart, ob ihr es schafft oder nicht? Weil ihr es vielleicht auch schon zigmal probiert habt. Also bei mir war es wirklich das zweite Level im Space. Soll ich denn da dran kommen? Ja, mein lieber Gamebuster, als nächstes sind wir auch schon morgen wieder hier zusammen, auch um 20.30 Uhr. Und dann gehen wir mal wieder in die Vice City. Da haben wir ja schon in der letzten Woche einen Stream zu gehabt. Das heißt also Grand Theft Auto Vice City. Da hatte ich noch eine Mission offen, die ich bisher nicht erfolgreich abschließen konnte. Und zwar hat mir der Colonel den Auftrag gegeben, einen Panzer zu klauen. Und ich habe wirklich in mehreren Ideen und Strategien versucht, daran zu kommen. Aber das umherliegende Militär hat mich militantisch entmilitarisiert hier in dem Fall. Da hatte ich keine Chance. Und da setzen wir dann morgen wieder an. Und was ich aus dem ersten Twitch-Stream gelernt habe zu GTA Vice City, leider, denn die Autofahrten ohne den super geilen Soundtrack der einzelnen Radiosender dann stattfinden müssen, weil mir dann im letzten Stream doch einige Passagen dann einfach gemutet wurden, aufgrund von Urheberrechtsverletzungen, wo man im Nachhinein auch hätte drauf kommen können, so. Ja, das ist dann morgen auf dem Plan und am Freitag fischt der Stream schon wieder, oder streamt der Fisch schon wieder. Und zwar den Ego-Shooter-Klassiker Red Faction von 2002. Ja, Gamebuster. Ja, und wie ist das, wenn du jetzt heute das Spiel nochmal spielst? Hast du es heute im Griff? Ist das heute ein Spiel, was du mit links durchspielst dann irgendwie? Hast du es heute nochmal getestet? Ja, GTA ist nicht so deins. Schade. Was hast du denn so für Vorschläge oder was würde dich denn noch freuen, hier im Stream erblicken zu können? Also GTA ist wirklich nochmal eine ganz große meiner Lieben. Und da auch wirklich jeder Teil, ja? Ja, jeder Teil bisher. Ausgenommen jetzt mal die Handheld-Teile. Da waren zwar auch ganz gute Sachen dabei, aber das war jetzt nicht so meins. Das ist auch bei Vice City zum Beispiel. Vice City habe ich irgendwie gefühlt auf allen möglichen Konsolen und Einheiten. Aber am besten spielt es sich auf dem PC, weil man da halt die Maus hat. Natürlich kann man das jetzt auch auf einer Konsole spielen, wo man die Maus anschließen kann. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es dann über die Konsole dann ein entsprechendes Interface gibt, dass es das immer erkannt wird. Sicherlich über die Xbox, so dass man da die Maus anschließen kann. Vielleicht wird sie dann da auch... Oh, jetzt geht der da weiter. Na komm. Also. Nee, da gab es dann schon einige Missionen, wo ich dann sehr gezielt doch vorgehen musste. Und das hat einfach mit den Controllern nicht so geklappt. Und da war ich so froh, es jetzt endlich wieder mit der Maus spielen zu können. Und es ist auch keine Remaster oder was weiß ich. Es ist eine Originalversion von damals. Und die Krakige Krake 1, 2 und 3. Dreimal auf den Kopf. Und ist er weg. Großer Moment! Wir haben alle 6 Münzen zusammen. Schauen wir, was passiert. Das ist fast schon ein Indiana Jones Moment. Epische Musik. Alles blinkt. Was passiert jetzt? Wir haben als Kind viel Zeit investiert. Das Tor. Es öffnet sich. Welch einladende Musik von Wario. Welch einladende Musik! So, wir haben 913. Also ich zeige einmal, was der Laser meint. Das ist hier diese Coins-Maschine.
Und da kriegt man immer wieder dann seine Power-Ups, die man so braucht. Aber ich möchte jetzt die 999 dann erst voll haben, bevor ich das mache. Und dann gehe ich ganz rechts. Und wir sind jetzt soweit. Soccer Teacher is on. Ich begrüße dich, mein Lieber. Oh, Soccer Teacher und ich haben da vorhin schon mal so ein wenig Ideen ausgetauscht. Grundsätzlich Ideen jetzt hier. Eine Idee, die vom Zockerteacher kam, die, glaube ich, die Community zum Explodieren, zum Wabern bringt. Ich will sie jetzt hier aber auch noch nicht droppen, weil das ja auch eine Idee vom Zockerteacher war. Das werden wir irgendwann mal jetzt gemeinsam ankündigen. Aber es wird groß. Es wird fantastisch. Das sieht ja aus wie der Todesstern. Hier runter tun können, den nächsten Sprungwagen hier drauf, wunderbar, und einmal fast Todesstern geworden. Einmal über den Stern hier drüber, so. Haben wir hier vielleicht noch einen versteckten Button? Nee. Okay, dann sind das unsere Ideen, und dass wir uns gegenseitig befruchten, das war schon immer mein Wunsch. Hier gibt es ein Timing, das ist ja noch hier in Ordnung. Aber gleich kommt hier so eine Passage, da muss man von oben runter droppen. Das ist das hier. Aber das hat geklappt. Das war knapp, aber es hat geklappt. Aber das ist so eine Passage. Jetzt habe ich hier noch mal ein bisschen Schweiß nach der Finger gekriegt. Da war es nämlich früher auf dem Gameboy. War das durchaus auch mal damit verbunden. Oh, ich bin über diesen doofen Punkt hier gelaufen. So eine Kacke. Bestimmte Tretsteine nicht gehen. Boah, Jung! 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 Deep, 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 deep. Hallihallo, Fisch, es wird episch. Ja, wenn wir's droppen. Es lässt sich noch so viel mehr anmachen. Ein kleiner zarter Sprung. Ah! Oh. Schnell runter her, schnell runter her. Ein zarter Sprung. Hoch. Und ihr merkt, wir haben ja bisher kein Glöckchen läuten können. Das heißt, da sind schon so ein paar fiese Passagen jetzt. Und das hat immer noch einen sehr herausfordernden Charakter, dieses Level. Das ist ja jetzt auch nicht so, dass der Wario, der sich hier so schön festgesetzt hat in meinem Schloss, einfach so rausschmeißen lässt. Der möchte ja auch noch einen großen Kampf mir liefern. Jetzt können wir hier nochmal auf Blume erweitern, wieder, Gott sei Dank. Und dran denken, dass da gleich bloß nicht diese Blöcke zu aktivieren sind. Blöcke, Blöcke, aufpassen, Blöcke, Blöcke, Blöcke. Welcher war der böse Block? Oh, da wäre jetzt gut gewesen. Oh, super. Sonny war. Selber gerade an, wie ich hier verkackt habe. Das ist aber ein fieser Sprung. Du bist erst schnell und dann kommt er in so einen Rutschen rein. Naja, wir haben ja 36 Leben und ihr habt ja Zeit. Weil ich wollte ja noch Ronin gucken. Na gut, das war ein sehr, sehr, sehr kurzer Durchlauf. Geh rein da.
Mario, nur keine Furcht. Ich bin bei dir. Ob das so gut ist, weiß ich nicht. Aber Tatanga gestern haben wir auch gelegt. Hier darf man nur einen zarten Sprung ansetzen, damit man nicht gleich in das Feuer der großen Pflanze reinspringt. Man könnte meinen, ich hätte jetzt wissen können, dass da nochmal so ein Todesstern auf mich wartet, aber ich wollte mir zumindest nicht tun. Dann holen wir uns hier einen Pilz und nicht eine Blume. Naja, dann ist das halt so. Finger einfach die Save State wieder zu laden. Aber wir gucken einmal auf die Zeit. Okay. Wir machen jetzt noch bis 55, probiere ich so durchzukommen. Wenn es dann nicht klappt, würde ich das mit dem Save State einmal laden, dass wir zumindest noch zum Endgegner kommen. So. Fisch! Was ist los, mein lieber Gamebuster? Ducken! Springen! Nur leicht antitschen! Und sterben! Okay, was haben wir gesagt? Ab 53 darf ich jetzt schon meine Safe States laden? Warum habe ich in dem Level den Game noch nicht kaputt gemacht? Ja, ich glaube, das habe ich schon auf dem Pocket gespielt. Und ich wusste genau, was passiert, wenn ich dann wieder mein Knie zum Einsatz bringe. Gameboy schön übers Knie gelegt. Na, sicher. Todesstern wartet auf mich. Wir überspringen ihn. So. Oh, die hat aber auch den Todesstern schon mal durch den Kopf gekriegt, die Pflanze hier. Gameboy-Style, kriegst du wirklich den Level hier, ich sag mal, First Try? Ist das so? Ich guck's mir gerne auch mal an. Das können wir gerne nochmal im Verein testen. Aber das ist wirklich hier so ein Nemesis-Level hier. Ich weiß, es ist auch im Endeffekt gar nicht schwer, ne, aber... hier, und zwar, jetzt bin ich nämlich groß, das finde ich so viel besser. So, und hier, nicht auf dem bösen Stein. Nicht auf dem bösen Stein. Auch wenn ich mich wiederhole, nicht auf dem bösen Stein. Und jetzt wird er vorsichtig. Okay, ihr habt es vielleicht nicht gemerkt, aber ich habe jetzt ein Safe State benutzt. Das werde ich jetzt auch weiterhin so tun. Weil ich zu blöd bin. Weil ich einfach zu blöd bin. Das ist jetzt Karma. So. Oh.
Also das, wenn wir das jetzt ohne Saves spielen, dann sind wir hier nur bis 2 Uhr nachts, habe ich das Gefühl. Trotzdem schießen die nicht. Nee, jetzt wollen wir es auch nicht übertreiben, Marcel. Also wir machen es jetzt nur noch an knibbeligen Stellen. Das verspreche ich euch. Aber jetzt nehmen wir noch die Punkte zumindest mit. Du bist der neue Dumm zwischen Skill und Fail auf Twitch. Wir müssen das wirklich mal im Verein spielen. Also es würde mich jetzt wirklich interessieren, ob du das hier auf First Try so hinkriegst. Jetzt jeden Fortschritt nehmen wir jetzt mit. Wir wollen ja auch alle irgendwann mal auf die Couch, ne? Wir wollen alle irgendwann mal auf die Couch, Freunde der Nacht. Ich habe nämlich gemerkt, eigentlich direkt reinspringen und auf einen drauf. So, machen wir den ersten weg. So. Herrlich. Ein Skill-Jump. Ich hab nichts gesagt. So, das war jetzt aber wirklich gewollt. Mal rüber hier. Boah, schade, dass ich klein geworden bin. Was? Ein Pilzlei. Wer sitzt da? Der Mario. Dreimal sind voll. Was macht er jetzt? Er rennt weg. Aber seht ihr, wie er einfach auf meinem Thron da gesessen hat? Das mag ich nicht. Oh, geil. Ach, weil er auch zum Fliege-Wario wird. Nee, nee, nee. Zeitrücken. Und da seht ihr, einfach eine große Klappe gehabt. Und im Endeffekt ist er ein kleines, hilfloses Baby. Locker gemacht, ja. Also den Endgegner, den Wario haben wir jetzt gut hingekriegt. Aber der Level vorher, wow. Der hätte fast einen unspielbar rausmachen können. Auf Game 2, wenn ich jetzt nicht die Save States hätte benutzen dürfen. Oder ich es mir erlaubt habe, diese zu benutzen. Und hier, er strahlt
das Mario-Schloss wieder in voller, heller Pracht. Und wir sind am Ende angekommen. Wir sind am Ende angekommen. Wir haben Super Mario Land 2 DX hiermit komplett durchgedaddelt. Es gibt noch einige Secrets hier zu entdecken und ich kann euch wirklich nur empfehlen, nehmt die DX-Version, sie ist fantastisch einkoloriert. Und geht nochmal auf die Suche nach den Secret-Leveln. Hier ist wirklich ein Meilenstein einfach geschaffen worden, der mir jetzt auch nochmal heute richtig Spaß gemacht hat, mit euch hier gemeinsam zu erleben, durchspielen zu dürfen. Und im Endeffekt mit ein paar kleinen Tricks der heutigen Zeit, der Neuzeit, dann auch wirklich abschließen zu können. Und damit, meine lieben, lieben Twitch-Freunde, beende ich zumindest schon mal die Soundübertragung aus dem Spiel, sodass ihr nur noch mich jetzt hört, und überlagere einmal das ganze Bild mit meiner vollen Pracht. So, schön, dass ihr wieder mit dabei gewesen seid. Es geht morgen weiter, 20.30 Uhr, GTA, Vice City. Vielleicht erbarmt sich ja unser Game, was da auch, dass er sagt, mache ich mit, ist in Ordnung. Schaue ich mir mal an, vielleicht macht mir GTA ja Spaß, wenn du es zockst, mein lieber Fisch. Und am Freitag bin ich auch um 20.30 Uhr wieder online für euch mit Red Faction, einem Ego-Shooter-Klassiker von 2002 rum war es. Es gab eine Geotechnologie schon, dass man Wände durchschießen konnte. Das war damals breathtaking, wie unser Keanu Reeves zu sagen pflegt. Und jetzt, wie angekündigt, gönne ich mir feinste filmische Expertise. Nein, Expertise ist das falsche Wort. Unterhaltung. Einfach Unterhaltung. Ein sehr, sehr guter Thriller mit unserem Robert De Niro und Jean Reno. Es war mir eine Freude und damit over and out. Euer Fisch. Ciao, ciao, ciao.